Und jetzt herzlich willkommen im Infomagazin von Push. Schönen Donnerstagabend. Und wir erfüllen jetzt schon im Advent eure Wünsche ans Christkind gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich. Ich werde weniger Bier trinken und ich werde mehr Tee trinken. Ja, klingt jetzt nicht nach Mega-Party, aber erstens, Neujahrsvorsätze haben nur selten mit mehr Spaß zu tun und zweitens, auf die Formulierung kommt es an. Wie wir unsere Neujahrsvorsätze formulieren, beeinflusst, wie erfolgreich wir sie umsetzen können. Das haben jetzt nämlich Wissenschaftler in Schweden herausgefunden. Übliche Neujahrsvorsätze beginnen ja mit, ich werde aufhören, das und das zu tun oder ich werde vermeiden, das und das zu trinken. Aber wer seine Neujahrsvorsätze stattdessen mit, ich werde anfangen, beginnt, hat eine 12-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, diesen Neujahrsvorsatz auch die kommenden 12 Monate durchzuziehen. Uns Menschen fällt es nämlich viel schwerer, ein gelerntes Verhalten einfach so abzulegen. Leichter ist es, wenn man es durch etwas anderes ersetzt. Also zum Beispiel Tee statt Bier. Und was, wenn ich dann in den Tee immer Rum reingebe? Naja. Und einerseits ist das natürlich einfach schön, wenn wir eure Wünsche wahr werden lassen können. Und andererseits geht es bei dem Gewinnspiel natürlich auch ein bisschen um die Unternehmen aus Österreich, die wir da vorstellen. Die sind ja in diesem schwierigen Jahr über neue Kundschaft und Unterstützung sehr erfreut. Also hier sind mal die drei Weihnachtswünsche, die wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich heute erfüllen dürfen. Ein Arztkoffer vom Mami-Laden in Klagenfurt. Aber das ist kein echter, oder? Na, um 25 Euro, da freut sich eher ein Kind über einen Spielzeugkoffer, wahrscheinlich auch mit so einem Spielzeugstethoskop und vielleicht so einer Spaßspritze. Ich glaube, da werden dann Mama und Papa vorsichtshalber auch gleich gegen Corona geimpft. Zweiter Wunsch, den wir erfüllen dürfen, in Mistelbach bringt das Kisskind offenbar jemanden Waldviertler Schuhe vom Bioladen. Glückwunsch dazu. Und der dritte Wunsch, da geht eine edle Flasche an offensichtlich einen Whisky-Liebhaber oder eine Liebhaberin, ein Love Rag, ich glaube, das spricht man so aus, PX Cast von Whisky Purbach. Na, das werden hochgeistliche und hochgeistige Weihnachten. Prost! Wenn euer Wunsch heute nicht dabei war, kein Problem, morgen erfüllt die Anne wieder drei Wünsche. Insgesamt hat das Christkind ja Preise im Gesamtwert von bis zu 40.000 Euro im Gepäck bei diesem Gewinnspiel. Also schaut auf krone.at/christkind, wählt einen Händler aus eurer Umgebung und schreibt zu uns euren Wunsch. Ich drücke euch dafür jetzt schon mal die Daumen. Das war Push für heute. Die nächsten aktuellen Infos gibt's um 20 Uhr in den News und die Anne ist morgen für euch da, hier bei Push ab 8 in der Früh. Boom, 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 boom.